Und weiter geht's ins Hollow Sanctuary. So, das ist mein Cut. Passt. Fortsetzen. Echt schon 3 Stunden gespielt? Ich habe eine Woche nicht gespielt jetzt. Gott. Stimmt. Ich hatte mich so ein bisschen minimal schlau gemacht um diese komischen Eide in dem Spiel. Und im Endeffekt sind die Dinger nur dafür da, um mein Heil-Item irgendwie etwas zu verändern. Beziehungsweise für den Shop dann halt. Die Shop-Items sind halt je nach Sanctuary anders. Ich hätte mich am Anfang auch für was anderes als die 3 Schlag-mich-tot-Kirche entscheiden können. Also die 3. Warte, ich habe das Item doch noch irgendwo. Moment. Die 3. Okay, das heißt auch nur die 3. Ich habe mich für was anderes entscheiden können, offenbar. Ich wusste aber nicht wie. Ich habe bei dem erstbesten Ja gesagt. Freut dich, wenn du Brandmal bekommst, dann wird es noch unübersichtlicher. Was? Brandmale? Okay. Gegengift, das hatte ich für einen Boss angelegt gehabt. Aber einen Scheißdreck gebracht, glaube ich. Rotscherbe, das waren die komischen Mini-Items. Rotgras ist jetzt von dem Sanctuary hier. Auf jeden Fall habe ich mir die Eide angeguckt und. Ja. Sagen wir mal so. Ich habe gelesen, dass diese 3 offenbar das einfachste ist für den Anfang, aber ich habe mir schon so meinen Favoriten rausgesucht, rein von der Heiloption. Da müsste ich jetzt ein ganzes Stück zurückrennen. Aber gut, Gläubiger. Was soll jetzt. Okay, ich muss das mal kurz wieder durchgucken, was ich jetzt hatte. Verringert den Effekt von Verwundung, erhöht Rollgeschwindigkeit. Mittelausdauer für Magie, aha. Gurkensachen und Platten, genau, die hatte ich angelegt, damit ich im Zweihänder-Modus das Kuraimoa nutzen kann. Okay. Einfach Nein sagen. 6 Dinge unter deinen Item füllen sich dann. Was? Moment, was? Freue dich, wenn du Brandmal bekommst, dann bist du ja. Dann die 6 Dinger unter dein Item füllen sich dann. Das ist, was ich meine, wenn du eins bekommst. Schild weg. Deck mich. Nein. Wir haben bei den Items 1 runter im Inventar. Ach, die Dinger. Also. Okay. Fokus kosten 40. Klasse 1 Gebet brauche ich. Aha. Stellt HP wieder her und lindert Wunden. Zerbrochene Knochen, verschlagenes Fleisch und gerissene Arterien. Okay. Das sind Dinge, die kein Umschlag oder Kräutermixtur heilen kann. Doch göttliche Wundsäure kann das. Zerbrochene wurde wieder heil machen. Aha. Es wird ja echt noch komplizierter. So, was hatte ich. Genau, ich hatte noch. Moment. Ich hatte ja auch noch dieses komische Moos-Amulett. Erhöht Angriffstempo, erhöht Reichweite. Angriffstempo ist mit dem natürlich geil. Muss ich mal kurz wieder gucken, wie greife ich nochmal an. Defense, das ist der Switch. Schild, aha. Schild hoch und das war blocken. Das soll ich jetzt auch machen? Ich kann mit dem Zweihänder blocken. Parieren, okay. Kannst du zum Beispiel Mannsprünge und andere... gibt es einen Doppelsprung? Bitte sag mir, dass es einen Doppelsprung gibt, wo ich eine Rolle in der Luft mache und nochmal springe. Ein Doppelsprung wäre echt geil. Oh mein Gott. Das passt eigentlich. Oh Gott sei Dank, es gibt einen Doppelsprung. Ich habe zwar als Tag eingetragen, kein Backseat Gaming. Aber das sind Sachen, die mich dann doch interessieren. Backseat Gaming mit teilweise. Ja. Teilweise erlaubt. Jetzt muss ich erstmal gucken. Hatte ich eine Map in dem Spiel? Nee, ich hatte keine Map. Verdammt. So. Speedrolle. Speedrolle. Okay, was heißt Speed? Einigermaßen schnelle Rollen. Schneller Arsch. Schwächen. Ging das auch so. Ging so auch. Und das war hochwerfen. Und das war hochspringen und slashen. Okay, das ist springen und das ist der Baum. Aber kann ich damit noch irgendwas? Was ist das da oben? Hä?
Die rechten Kugeln sagen mir was, aber was waren die linken Kugeln? Ach, lass mich raten, mit dem komischen linken Ding kann ich einen Skill wieder zurücknehmen. Kann das sein? Also ich kann meinen Skillbaum zurücksetzen, wenn ich da oben Ding nutze, habe ich recht. Ich glaube, mir ist das eine verdammt Brainfuck in Sachen Map. Ich habe jetzt schon keinen Überblick. Ist die... Oh Gott. Genau, da oben ist der Ogre und ganz oben war der Mad Scientist. Wenn ich jetzt den Weg zurückgehe, gab es links irgendwann die Queen of Smiles und das... Die 3, also das Re-Sanctuary gab es da. Ganz oben war dann die Festung, rechts davon waren die Räuber, wo ich nicht weiterkam, weil die mir relativ stark waren, fand ich. Weißt du was? Erstmal rechts. Gibt es eigentlich irgendwie ansatzweise eine Karte oder nicht? Und was heißt... Jetzt wollte ich gerade mit dem Finger drauf tippen. Unten, neben meinem Gold. Dieser Schild und diese... Ach, warte mal. Nee, doch nicht. Dieser Schild und diese Lupe, oder was das ist. Was ist denn das für ein Symbol? Also, direkt neben dem Gold rechts. Fackel habe ich mittlerweile rausgefunden, aber das andere... Das war Item scrollen und dann RB nutzen. Das war die Rolle, okay. Hab noch keine Map bisher und mir fehlen noch 4 bis 5 Bosse. Ach, du hast... Hä? Ich dachte, du hast das Spiel schon längst durchgespielt, wo ich Dark Souls 3 gespielt habe. Dachte ich. Hä? Tür öffnen. Musiker Schlüssel. Wie gesagt, also ich dachte, du hättest das Spiel schon längst durchgehabt. Furchteinflößenden Schaden unten, ja. So. Warte mal, ich habe den Zweihänder draußen und kann den Zweihänder in einer Hand halten. Okay. Komm, ja. Na. Ach, das meinten die mit furchteinflößend. I! Was war das jetzt? Ein Beutel? Oder habe ich das Ding freigelassen? Wo kriechen die denn her? Ekelhaft. Wo kann... Wow, what the fuck? Oh Gott. Wo kamen die her? Jesus. Hast du die Lore zu den Bossen eigentlich durchgelesen? Nee, die Lore lese ich mir mal erst am Ende des Spiels durch. Beziehungsweise... Ja. Man kann es über die Items machen wie in Dark Souls, aber... Ich mache meistens... ich habe bei Dark Souls auch Sunken Keep, versunkene Festung. Aha. Ich habe mir die Lore immer erst nach dem ersten Mal durchspielen durchgelesen, um zu verstehen, was ich überhaupt da gemacht habe. Und worum es ging. Ich meine, hier hat man wenigstens eine Sache. Ach, Moment. Bin ich da, wo ich denke, wo ich bin? Ich bin, glaube ich... Nee, doch. Hä? Kristallgrabenring. Komme ich jetzt hier nach oben? Ich komme nicht nach oben. Oder? Doch, ich komme nach oben. Jetzt bin ich... Moment, hier war ich doch schon mal. Genau. The Watching Woods. Die wachenden Wälder. Ich hab nicht drauf geachtet, dass das morsches Holz war. Fuck. Ich meinte beim Bestium in... Ach! Stimmt, das Ding gibt's ja. Moment. Da steht die Lore drinne. Bestiarium. Ertrunkener... Ah. Können wir noch machen, aber nicht jetzt. Ich bin jetzt gerade nicht in Boss- oder Lore-Leselaune. Das ist die Frage, wo... Die Viecher kommen aus dem Nichts. Halt, wie greife ich nochmal an? Damit greife ich an. Nein. Au, Leute. Lass das sein.
Die Viecher sind scheiße schnell. Würgfresser. Ja, leck mich. Oh. Oh, es ist ekelhaft. Vor allem, die klauen mir halt auch mein ganzes Gold immer. Ist dir aufgefallen, dass du Max HP verlierst, je mehr Damage du kriegst? Warte, was? Warte mal. Jetzt nur bei den Gegnern oder allgemein? Da bin ich mir gerade nämlich nicht sicher. Ach so. Jetzt sehe ich, was du meinst. Na, sag mal. Dann habe ich mir das nicht eingebildet. Das wird aber zurückgesetzt, wenn man zum Sanctuary geht, oder? Das ist dauerhaft kleiner dann. Okay. Scheiß drauf, Schild und Schwert. Ja, das geht. Ich kann mit dem Zweihänder in einer Hand rumrennen, aber nicht mit Schild und Schwert. Das ist eine Verarsche. Ja, wer, ich hab's gerade gesehen. Eigentlich müssten die auch von drin. Also, die müssten draußen ja sterben, die komischen Stadtkreaturen. So. Ihr kommt jetzt zu mir. Wieso hat er jetzt nur den einen Treffer überlebt? Das ist unfair. Kannst du fühlen, dass du während eines Bossfights Half-Life gehst? Also mir war aufgefallen, dass ich teilweise irgendwie einen ganz komischen AP-Malus hatte, aber ich wusste nicht, dass das vom Damage liegt, den man bekommt. Ekelhaft. Ich hatte den gerade einen Ring irgendwann mal bekommen. Leuchtkorallen erhöht Willenskraft. Willenskraft war das Traggewicht, oder? Kristall, halbiert den Effekt der Fokusnutzung an Erschöpfung. Fokus war Skill, oder? Also, useless für mich erstmal. Warte mal, müsste da drinnen nicht irgendwo von dem einen Bürger mein komischer Loot rumliegen noch? Die Fledermaus? Jetzt eigentlich rechts hin. Ha, lass mich raten, das ist die dämliche Festung mit dem Drachen, oder? Oder eine Typ war, irgendwie so. Sieht nämlich burgmäßig aus. Achso, das Ding jetzt automatisch hoch und runter. Toll gemacht. Mal gucken, ob ich da. Kann ich da springen oder nicht? Oder gehe ich da drauf? Ich gehe da drauf. Okay. Ich dachte, das wäre. Drauf stehen bleiben, das ist der Hintergrund. Watching Woods, die wachen Wälder. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Wo genau kam ich da nochmal raus? Vergessen, ich muss es gucken. Grabstein von mir glaube ich nicht. Das Salz auf den Bäumen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Oh. Zack. Ih, das sind ja die Schleimviecher. Geh weg. Ich mag dich nicht. Sterben. Ich will den da ganz oben treffen. Hallo? Ja. Nein. Oh. Ich hasse die Viecher. So. Ach, das war die Höhle. Okay, hier war der Oger. Ach, hier bin ich jetzt. Okay. Wenn ich jetzt hier theoretisch. Ja, ja. Ist jetzt nicht ein dafür, wieder Healing zu verschwenden. Anti-Dings. Gegengift. Zack. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, müsste ich jetzt eigentlich zum Sanctuary kommen, wo der Typ war, oder? Ne, du wolltest Erde haben oder so, kann das sein? Irgendwelche Schmuckstücke entdeckt. Ich suche einen kleinen Beutel voll. Ja, genau. Hab keine Erde. Schande.
Ja, genau da. Ach, genau, das war der Weg, glaube ich, nach der Queen of Smiles. Kann das sein? Bei Ausdauer auch so, ist aber merklicher, wenn man Mage spielt. Okay, wie findest du die Mechanik, dass man Händler, Schmied, etc. zum Heiligtum rufen? Das habe ich noch nicht gesehen. Bisher habe ich nur den einen Händler benutzt, der da irgendwo rumstand. Bei der Queen of Smiles, also kurz davor. Das habe ich auch erst danach gelesen. Dass. War ich da vorne drin, ja, oder? Dass man mit diesen komischen Items zu seinen Favorisi. Au. Au. Leck mich. Geh weg. Dass man quasi zu seinem favorisierten Sanctuary, was vielleicht gut gelegen ist, sage ich mal, in alle Richtungen, dass man da halt die Dingens hinrufen kann. Finde ich nett. Aber ist halt blöd, weil dann muss man sie halt da hinrufen. Und muss dafür Items nutzen. Meine, schön und gut, dass man da mehrere davon in der Gegend rumstehen hat. Aber so im Gesamten stelle ich mir das nervig vor, auf Dauer. Wenn die Items ausgehen davon. Sag mal. Eventuell ist der Zweihänder doch keine gute Waffe. Weil irgendwie der ist extrem langsam, trotz des komischen Moos-Amuletts. Was doch, ja, ich habe Statuen, aber weiß nicht, dass ich die dann irgendwann, wenn ich sie brauchen sollte, wieder habe. Kann ich nicht mal sehen. Da, nee. Nö, Inventar. Moment, gleich wieder da. Oh mein Gott, ich lebe noch. Bin ihm lieben, dass ich jetzt noch lebe hier, wenn ich hier einfach so in der Gegend rumstehe. Nee. Controller, bitte. Ah, was würdest du eigentlich sagen? Müsste man Salt and Sanctuary mit Controller spielen oder mit Maus und Tastatur? Denn ein Kumpel von mir hat sich auf Empfehlung Salt and Sanctuary gekauft. Er mag das Spiel, aber er hat halt kein Gamepad. Weil er zu geizig ist, sich irgendwie Gaming-Peripherie zu kaufen, wie Headset, Maus, Tastatur, Gamepad und spielt dementsprechend gerade mit Maus und Tastatur. Das stelle ich mir unschön vor. So nebenbei, Waffen, auch Waffen, Dinge. Dann stelle ich es mir einfach vor, als. Ist ihm aber einfacher vor als ein Dark Souls. Ja, so habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich es auch empfohlen. Weil es halt kein 3D-Spiel ist in dem Sinne. Ich stelle es mir trotzdem krüppelig vor. Und ich überlege, wie viele Tasten man hier eigentlich benutzt. Steinkleriker. Steinführer. Steinhändler. Ja, ich habe die Statuen, aber ich habe halt wenige Statuen. Dann, nee, achso, einen Pieper noch. Hier war ich aber drin, okay. Also solange ich diese Statue nicht irgendwie auf massiven Vorrat habe. Ach, hier bin ich jetzt. Möchte ich die ungerne nutzen.
Weiß nicht, möchte ich die Steuerung vom Angreifen auf Dark Souls Steuerung abändern? Weil irgendwie... Weiß nicht. Ich meine, ich habe mich jetzt zwar an das Angreifen hier gewöhnt, aber grundsätzlich ist, glaube ich, dann doch die Dark Souls Mechanik einfacher und gewöhnungsnormaler, keine Ahnung. Village of Smiles. Ja, ich gehe extra zurück, weil ich zum Typen hin will. Nicht der Typ. Wo ist jetzt... Moment. Hier oben, oder? Genau, zu dem wollte ich nämlich hin. Schwerter, Schilder, Rüstung und Platten. Wenn du was, wenn du es brauchst, kann ich es schmieden. Gegenstände kaufen. Er hat noch keine Waffen, okay. Ausrüsten. Er hat einen Kürbiskopf. Blauch. Was hab ich jetzt gemacht? Aufrüsten, genau. Waffen. Das Kurzschwert scaled mit Geschicklichkeit. Haarlocke und 500 Salz. Komm. Machen wir es mal auf Stufe 2. Ob es was bringt, keine Ahnung. Und das Kuraimo, das können wir auch mal auf 1 machen, oder? Ja, komm. Ich es eventuell auf 2 bringen. Also es scaled mit Geschicklichkeit genauso wie mit das kleine Schwert, aber es hat halt ein besseres Stärke-Scaling. Und da ich eh gerade nichts Besseres damit anzufangen weiß, werden wir es auch mal machen lassen. So, Opfergabe anbieten, da habe ich mich auch irgendwie... Was? Achso, jetzt kann ich... Achso, das sind die Steinstatuen. Was braucht denn die Monster-Items? Will ich hier was rufen oder nicht? Opfergabe anbieten. Steinsöldner. Besser ist das Blocken im Gebiet des Heiligtums. Ja, das brauche ich nicht. Steinschmied. Ne, habe ich schon. Steinkleriker will ich nicht. Stein für eine kleine Steinfigur in der Form eines. Wird größere Chance auf Gegenstände im Gebiet. Okay. Ich habe nur einen Händler und das will ich eigentlich nicht wasten jetzt. Daher. Hopp. So, andere Frage. Jetzt, wenn ich hier hochgehe, müsste doch wieder Richtung. Banditen irgendwie kommen, oder? Moment. Au. Was war hier nochmal? Ach, hier war, glaube ich, irgendwie ein Ring. Ne, hier war... Ach, da war es Kuraimo drin. Genau. Und da ich jetzt Damage gefressen habe, werde ich jetzt mal nach oben gehen. Moment. Zack. Außerdem muss ich... Ach, nee, wenn ich links lang gehe, dann komme ich da oben wieder hin. Hab's nicht auch noch. Oh Gott. Hab's nicht auch noch unten mit der Queen of Smiles einen weiteren Weg nach unten links. Au. Hab ich schon mal erwähnt, dass eine Karte in dem Spiel hier echt geil wäre. So. Ich hasse Fallen. Alle nerven. Dann komme ich wieder dahin. Würdest du gerne sehen, wie du versuchst, dir die Map im Kopf zusammenzubasteln. Sagen wir mal so, ich habe ganz kurz die Map gesehen. Im Wiki. Aber jetzt nicht so in dem Maße, dass es mir was bringt. Ich war hier noch nicht. Ich war hier doch noch nicht. Oh mein Gott. Dann bin ich doch hier richtig gegangen. Wie komme ich da oben hin? Ich war hier doch schon, oder? Ich war doch nicht. Graue Perle. Graue Perle macht was? Oh... geht drauf. Meine Güte. Nein. Aus. Böse. Bündel voll Salz. Die geben 400 Salz pro Kill. Wirklich sicher schon, um hier immer wieder herzugehen. Wurde ich da irgendwie? Nee. Was habe ich jetzt gerade bekommen gehabt?
Den komischen Kürbiskopf. Mhm. Von dicken arkanem Stoff versiegelt. Was? Dein Fleisch wurde in dicken arkanem Stoff versiegelt. Zu einem fragwürdigen, aber dennoch effektiven Rüstungsteil macht. Verrückte Königin Enaya war ebenso blutig, wie sie exzentrisch war. Eine ihrer bekannteren Besonderheiten war ihre Todesangst vor Kürbissen. Verrückte Königin Lenaya. Queen of Smiles. Königin des Lächelns. Hieß die Queen of Smiles rein zufällig Lenaya und ich hätte das Item gegen sie gebraucht. Damit sie mir irgendwie kein Damage gemacht hätte oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl. Komme ich da an dem Moos nach oben? Nee, wie komme ich da oben ran? Brauche ich hier einen Doppelsprung oder komme ich da gar nicht ran? Nicht aus. Ah, halt, nee, hier oben. Komme ich da rechts? Ne, rechts komme ich da auch nicht weiter, oder? Oder ist da so ein Geheimweg? Moment. Ah, hallo? Ich drücke halt instant immer auf den RT-Button, um anzugreifen. Das ist schlimm. Jetzt auch schon wieder. Das hört doch auf. Nur weil ich mich verklicke. Eventuell soll ich echt die Steuerung umlegen. Ja, nein. Ja. Böse große Ratte. Ansonsten merkt man, wenn ich irgendwie eine Königin sehe, die Lenaya heißt. So, wie hatte ich nochmal Heimwege freigemacht? Warte, was? Ach so. Fackel. So hoch? Okay. So, und ganz oben lang geht's jetzt wieder zu den Banditen. Würde ich jetzt mittlerweile gegen die Banditen ankommen oder nicht? Ich glaube irgendwie ja, aber ich will da nicht hin. Ich will jetzt eigentlich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Cool. Und die Seelen, ach, Seelen, das Salz ausgeben. Fuck, dein Skill. Haha, mein Skill sagt nein. Raum der Fähigkeiten, kann ich? Nee, kann ich da aufsteigen. 1820 nur. Jo, machen wir. Raum der Fähigkeiten. Gibt's hier irgendwie eine besondere Reihenfolge, auf was ich mich, muss ich auf irgendwas achten beim Skill oder ist das scheißegal, worauf ich skille? Im Endeffekt. Rage-Modus, lass mich raten, das ist der Angriff, wo ich immer wieder angreifen will und sie mich dann einfach weiter nach hinten preschen. Wie gesagt, ich Skillpunkte an sich sehe ich jetzt hier. Ach, hier war ich zuletzt, okay. Ich wollte auf die Flasche raufgehen. Gut, machen wir das. Weil irgendwie jetzt so wirklich Skills habe ich da oben drin nicht gesehen. Ich muss auch aufhören, jeden Gegner unterwegs hier mitzunehmen. Au. Genau deswegen. Dass er in der Luft anhält, nervt mich. Eigentlich, wie es auf den Boden springt. Ungefähr so. Und jede Falle. Ja. Ich habe einen neuen Angriff gelernt. Hab ich dich? Ich treffe dich. Mein Gott. War hier nicht gleich wieder Jump'n'Run-Action gewesen? Nein, aber hier waren... Ah, hier waren die dämlichen Viecher. Dich habe ich schon wieder vergessen. Okay. Warum auch immer es nicht getroffen hat. Warte, was? Ja, ist klar. Ist klar, eigentlich habe ich dich getroffen in meiner Welt. Eigentlich ja volle Kanne.
Ich habe einen Bogen. Bringt das was? Eigentlich nicht. Die sind runtergefallen. Gut. Zack. Okay, ich bin wieder halbwegs im Rhythmus drin. Gab's da noch irgendwas? Ne, da war ich, oder? Ja, war ich. Gut. Hopp. Hopp. Ja, hier war der Kerl. Zack, zack. Mir egal, was du machst. Ich will einfach nur zum Sanctuary zurück. Verlassen. So. Halbe Stunde gespielt und was habe ich geschafft? Gar nichts. Ein Level up und Waffen verbessert. Oh nein. Hier sind die Arschlochviecher wieder. Ah. Die Arschlochviecher besiegt. Muss ich rechts oder links lang? Ich würde sagen, da das ein 2D-Spiel ist, von links nach rechts laufen immer. Sunken Keep. Ah. Einfach nur gucken, dass du die Waffen benutzen kannst. Wenn du benutzen willst, so habe ich es zumindest gemacht. Okay, ja gut, ist eine Option. Nur die Frage, welche. Was zum Teufel? Welche will ich benutzen? Kraken, Zyklops, Krakner, Zyklop. What? Können die mal aufhören, mir hier in jeder Ecke irgendwie einen neuen Boss reinzuhauen? Also irgendwie? Das ist jetzt, theoretisch gesehen, es ist jetzt direkt ein Boss nach einem Boss. Aber ich, hallo, ich stand hinter dir. Und nein, ich weiß übrigens nicht, wie das Timing hier ist, um zu dodge-rollen. Okay, fuck. Falsche Taste. Ja. Wie soll ich denn darauf so schnell reagieren? Gerade mit dem Zweihänder. Ja. Ach, ich kann bei dir auch schon wieder den Schild hochhalten und es kriegt kein Damage? Okay. Okay, ansatzweise kein Damage. Moment. Wehe, der hat eine zweite Form. Wehe, der hat eine zweite Form. Wehe, der hat eine zweite Form. Wehe, 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 wehe. Vanquished, okay. Puh, nur extrem viel Ausdauer. Ja. Grüner Schlüssel, Kraken, Zyklopen, was? Was stand da jetzt gerade? Kraken, Zyklopenform? Okay, Salz ausgeben gehen. Nebenbei, ich glaube, das ist mein erster Boss. Doch, ja. Mein erster Boss beim First Try, oh mein Gott. Ah. Das Spiel wirft irgendwie mit Bossen um sich. Mein. Kurz davor gab es doch erst den Mad Scientist, irgendwie zwei Ebenen weiter oben. Jetzt sag mir nicht, ich komme da nicht hoch von hier aus. Führer beherbergt. Ja. Mit was komme ich zurück zum letzten Sanctuary? Moment. Kartoffel, Granato. Ich habe keinen gesetzt, oder? Kann das sein?
Benutzen. Kann ich es benutzen? So. Wieder da. Nebenbei, ich sehe hier nichts. Gut, ich kann nicht reisen. Geil. Komme ich hier irgendwie da hoch oder nicht? Oder sitze ich jetzt quasi auf meinen Salz hier fest? Ich meine, da oben war ein Sanctuary. Das heißt, da wird keins so schnell mehr kommen. Das heißt, das Dichteste ist wirklich das hier, was ich quasi über mir habe. Oh. Über den Wald, wenn du. Ja. Genau das wollte ich umgehen. An sich kann ich springen, an sich. Aber. Wir haben es gerade gesehen gehabt. Ich habe mich nicht darauf geachtet, dass die Dinger morsch sind. Oh, achso, so komme ich hier wieder hin. Oh, okay. Ah, sind die alle wieder lebendig oder was ist jetzt kaputt? Ich kann durch. Nicht. Ich kann ihn durch Wände killen. Ach, natürlich sind die lebendig. Ich war ja vorhin an dem einen Sanctuary wieder unterwegs. Stimmt ja. Gott. So viel Salz muss ich vorsichtig sein. Es ist ein Baum, okay. Sah aus wie ein Baummensch, keine Ahnung. Sicher ist sicher. Genau deswegen. Trau ihm nicht. B. Oh Gott. Aufsteigen. Ja, 6200. Waren jetzt drei Level Ups, glaube ich, brauchen wir Fähigkeiten. Dann hopp, hopp und yay, ein Trank mehr. Ich glaube, die grauen Kugeln sind echt einfach für Fähigkeiten entfernen, oder? Lohnt sich hier irgendwie in irgendeine Richtung zu gehen? Halt die Waffen von höherem Level nutzen? Ja. Aber ansonsten. Skills gibt es hier keine. Es ist einfach nur, dass ich Tränke nutzen kann. Mehr irgendwo. Hm. Zumindest interpretiere ich das Ganze so. Jetzt leben die Drecksviecher ja auch wieder. Oh. Nervig. Zack. Zack. Noch welche? Na? Nö. Sunken Keep, dann gehe ich jetzt hier oben weiter oder gehe ich jetzt unten weiter? Ih, die Viecher sind ja überall jetzt hier. Zack. Lass mal jetzt rechts lang. Werde ich ja mal nicht sterben wahrscheinlich. Oh Gott!
Ich hab die nicht kommen sehen. Hab die nicht kommen sehen. Oh Gott. Endlose Reißzahn. Ist das ekelhaft. Ich geh erstmal hier runter. Umschalter. Nehmen wir, wir haben es jetzt gleich 20 Uhr. Ja. Wenn ich tagsüber, also ich sag mal so, tagsüber ist für mich alles bis 22 Uhr. Wobei, nee, eigentlich nicht. Wenn ich morgens aufstehe und quasi vor 21 Uhr einen Stream starte, dann werde ich die Streams nicht so lange am Stück machen. Das heißt, ich werde noch vielleicht eine Stunde jetzt noch spielen, ungefähr bis 9 Uhr oder so. Und dann war es heute auch schon. Morgen Mittag, nee, morgen Abend, dann wahrscheinlich Dead Island mit dem Fuchs zusammen. Als Info. Morgen Mittag eventuell Mario Maker wieder. Oder Spalding Sand Spiel, ich weiß nicht. Fuchs. Du wolltest ja unbedingt Spalding Sand Spiel sehen. Soll ich das so legen, dass ich Spalding Sand Spiel abends spiele, wenn du quasi da bist? Oder guckst du dir im Nachhinein auch die VODs an? Wenn es sein muss. Weil sonst würde ich zum Beispiel morgen Mittag Spalding Sand Spiel weiterspielen wahrscheinlich. VODs gucke ich auch. Okay, gut. Ist die Frage geklärt, dann kann ich im Endeffekt, ja, theoretisch könnte ich morgen Mittag eine Stunde Salt and Sanctuary spielen. Also ich spiele auch nicht lange dann immer. Wenn ich mittags oder vormittags streame, ja gut. Nee, eigentlich, wenn ich morgens streame, streame ich so 2 bis 3 Stunden. Mittags immer so eine Stunde bis 2 maximal und das dann halt über den Tag verteilt. Irgendwie auf 3 Stunden mal. Je nachdem, wie ich gerade Lust und Zeit habe. Aber gut. Ich muss auch noch die letzten VODs muss ich noch auf YouTube wieder hochladen. Ich meine, gut, kannst du dir ja ganz einfach auf Twitch raussuchen, die Aufnahmen. Kann sie auch. Eigentlich wollte ich sie direkt nach dem Stream direkt fertig schneiden, dass man sich den Anfang nicht raussuchen muss, wo ich noch auf K bin. Aber das sind echt die Köpfe von Leuten, die gerade hier gestorben sind, oder? Das Schmerz außerdem kennen. Aha. Ja, wie gesagt, wollte ich eigentlich ab jetzt immer nach jedem Stream machen. Mal gucken, wie sehr ich mich dran halte. Weil sonst habe ich sowas wie bei Enderal, dass ich dann am Ende irgendwie 30 Videos auf einmal bearbeiten muss. Weiter runter nach oben. Eggers Cavern, Hagers Höhle. Es ist nett, dass sie das Ding Englisch oben lassen, aber darunter in Deutsch. Ich will eigentlich nicht weiter nach unten. Eigentlich will ich die Türme hier auch mal nach oben klettern. Geht das? Ich mag die Viecher nicht. Ich hab schon mal. Ja, ja, ja. Okay. Okay, 2 Stück kann ich auf einmal treffen. Danach muss ich aufpassen. Man weiß, wie sie funktionieren. Sind so easy. Die beiden Leichen da sind irgendwie merkwürdig. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich dann da oben ran los. Wo ich war? Nee, komme ich nicht. Ach so, er hat mich da in die Falle gelockt. Zu denen, okay. Ist mein Damage eigentlich gerade overpowered oder ist das so okay? Kann es gerade schwer einschätzen. Ach so, jetzt bin ich hier, okay. Das heißt, ich hätte theoretisch nach dem Boss auch hier. Ne, hätte ich nicht, weil da vorne wäre ja eh wieder Sackgasse, okay. Aber jetzt habe ich hier den Weg. Das heißt, ich brauche nicht mehr unten rum lang gehen, ich kann oben rum lang. OP wie immer. Jetzt wirklich oder? Ich meine, die sind jetzt One-Hit. Ich glaube nicht, dass die One-Hit sein sollten. Ich meine, das ist ein relativ frühes Schwert und ich habe das auf +2. Also eigentlich jetzt nicht so tragisch, würde ich sagen. Benutzt Dagger für Challenge. Ich will ja keine Challenge draus machen. Das fuck, das Auge da gefällt mir nicht. Das Auge. Wo kam der denn jetzt her? Fuck. Ach, das war der zweite, der auf mich zugesprungen ist schon. Das Auge ist toll, das Auge gefällt mir nicht. Hat das gleich hat das Laserstrahlen? Das Auge hat jetzt nichts gemacht. Okay.
Segnete Waffe. Bin ich wieder im Wald. Aha, ich weiß das. Okay, ich check, was das Auge macht. Das gefällt mir nicht, was das Auge macht. Sind die immun, während der daneben steht? Sind immun, während der daneben steht und das macht. Okay, ekelhaft. Aber okay. Ist das ein Sanctuary? Ist das ein Sanctuary hoffentlich, oder? Das ist kein Sanctuary. Red Hall of Cages. Rote Halle der Käfige. Nö. How about no? Ich gehe erstmal den anderen Weg wieder lang. Die Augen sind witzig. Könnten nervig werden. Wenn ich jetzt die Sunken Keep oben weitergehe, dann müsste ich wahrscheinlich am anderen Ende rauskommen, wo Dingens waren. Hier, schlag mich durch, wie heißen sie denn? Banditen eventuell. Kommt rein map-technisch einigermaßen hin. Kabeln hier auch die Viecher von oben runter. Auch nicht. Machen wir mal so. Ruckler, okay. Trau dem Frieden hier nicht. Waldfangzahn. Wo ist jetzt hier das Problem? I, Bogenschützen. Ich mag Bogenschützen nicht. Geh weg. I, und da ist auch wieder so ein Vieh. Diese schwarzen Monolithen, die sind interessant. Was machen die? Au. Zack. Einmal healen, bitte. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Was sind das für Dinger? Wenn es mich zu sehr spoilert, brauchst du es nicht schreiben, aber wenn sie. Wenn es net to know ist, sag ich mal, dann. Hau raus. Bin ich jetzt gleich wieder in der Einfestung? Sondern ganz oben. Na, bin ich nicht. Oh Gott. Ach, so treffe ich dich doch. Okay. Puh. Nicht hier. Das Salzsphäre. Also, ich könnte mal die Fackel ausmachen, glaube ich. Brauche ich hier nicht. Bereue ich das gleich? Peinlich. Und packe wieder an. Ach, bin ich jetzt wieder oben bei Mad Scientist eventuell? Bei dem Sanctuary? Bestimmt, oder? Licht. Komm ich hier raus? Ich komme hier nicht raus. Ich dachte, ich komme hier raus. Verdammt. Brandmal, okay. Das sind die, also Brandmal, das sind extra Fähigkeiten wie Doppelsprung. Aber es ist ein Brandmal. Das heißt, es wird wahrscheinlich einen Nachteil auch irgendwo haben. Was? Nur aus Interesse, wie würde ich Dinge aktivieren? Ach, das ist die, okay. War ich hier gerade schon runtergegangen? Ja, oder? Ich glaube, ich nur ganz unten wieder an, oder? Ja. Aus. Da ging es so. Was auch immer ging es denn? Red Cage, glaube ich, ging es dahin. Wäre halt interessant zu wissen, wie man die aktiviert, weil ich habe jetzt schon zwei, drei Stück gesehen mit dem da zusammen. Irgendwie nicht zu wissen, wie man das benutzt, ist auch so eine Sache. Also, ich habe, glaube ich, schon B gedrückt zum Bestätigen. Und noch, okay. Dann wird es noch erklärt. Einfach merken, wo die Dinger rumstehen. Von NPC, okay. Gut, da oben komme ich, glaube ich, nicht hin. Oh Gott, Hilfe. Alle gleich. Du Penner, ich hasse Bogenschützen. Oh. Ich hasse Köter und ich hasse Bogenschützen.
Lass mich raten, das ist ein Shortcut. Tür öffnen. Grüner Schlüssel benutzt. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Bin ich nicht hier bei der Queen of Smiles jetzt nach ganz unten gegangen? Moment. Oder auch nicht. Warte. Ach, das ist ein leeres Sanctuary. Kann das sein? Ach, das ist so ein Mini-Sanctuary, okay. Saven einfach nur. Hier ist noch so ein Ding. Klasse. Wo bin ich? Jetzt bin ich bei der Queen of Smiles, oder? Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Yo. Fuck. Ich bin jetzt im Gebiet hinter den Banditen, kann das sein? Rein gefühlstechnisch bin ich jetzt da. Grüße, Freund. Du kommst zum Schwatzen. Wie irrsinnig. Von hier aus siehst du als, von hier aus sieht's aus, als würdest du vor Neid platzen. Gabel, Löffel, Messer und einer Frau, deren Mann ertrunken in Gewässern. Was? Woher ich entsprang, ist innen, außen, oben, unten, oben, wo. Die Texte von denen sind echt Zungenbrecher teilweise. Woher ich entsprang ist innen, außen, oben, unten und unten, oben. Teller, Tasse, Schüssel und die gebrochene Seele einer Witwe probend. Willst du diese Perspektive teilen? Glaube den Göttinnen, es wird dich von der Langeweile heilen. Tiefer Knie wie Knochen, ein Grab unter dem Meer versprochen. Miep? Ja? Dann fürchte euch nicht, zeigt mir eure Hand. Große Macht wartet in diesem Brand. Ah, okay, Brand mal jetzt. Okay, da wären wir bei dem Thema. Weiß segend, heiß Stahl, geschmiedete Macht hat ihren Preis. Brandend. Vertigo Brand mal. Kann an Decken haften jetzt? Was wäre, ablegen? Vertigo-Brandmal. Licht. Das sind die Brandmäler, oder nicht? Oder sind das Skills? Ah. Ablegen erstmal. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt... Ah, jetzt kann ich hier B drücken. Okay. Ach, das sind... Okay. Nee, hä? Das... Ah, okay. Die Dinger sind nur dann quasi aktiv, wenn ich in der Nähe von denen stehe. Okay. Ja, Moment, das sind nicht die Brandmäler, hoppla. Das sind Begrenzer. Was? Okay. Das, also... Meine Interpretation ist jetzt, dass diese komischen Dinger hier quasi solche Feldskills sind. Also wo man in Castlevania und Co. Grad dahinter. Während man in Castlevania und Co., sage ich mal, nach und nach sich die Wege freischaltet durch irgendwelche Items, die man findet, bekommt man hier halt dieses Brandmal von dem Typen, mit dem man dann die Steine nutzen kann, um halt bestimmte Fähigkeiten zu machen. Jetzt bin ich bei der Queen of Smiles und nicht. Moment. Wege sehen alle gleich aus. Zerfaulende Festmal. Ah, hier bin ich. Beim komischen Typen. Hallo Freund, Schmuckstücke für Münze kaufen. Haarlocke. Ja. Keine Ahnung, bevor ich das ganze Gold wieder verliere durch Tode, kaufen wir die Haarlocken. Und das kaufen wir auch mal zwei Stück von, keine Ahnung. Pfeile, Fackeln, Fackel kaufen wir mal. Stück noch ein für den Fall der Fälle. Deckte Seiten habe ich auch irgendwas zugelesen, aber ist mir jetzt erstmal egal. Seid gesegnet. Okay, ich kann ihn nicht. Okay, ich wollte gerade sagen. Ja, die Brandmale geben eine Menge neuer Wege frei. Ja, da ist es die Frage. Sind die auch gleichzeitig irgendwie
Haben die Nachteile oder sind das einfach wirklich nur solche Feldeffekte wie jetzt hier schon wieder? Okay. Das war jetzt ja wieder ein neuer Weg, einfach nur. Ach, und so komme ich dann hier hin. Ah. Feldeffekte. Okay. Okay. Dann bin ich ja. Hätte ja sein können, dass es irgendwie solche Nachteile mit sich bringt. Onyx, Eisenhandschuhe, Panzerschuhe, Kyras. Okay, dann jetzt den Weg hier öffnen. Und da rechts lang müssten jetzt, glaube ich, die Banditen sein, oder? Sag mir bitte, man kriegt irgendwoher in dem Spiel eine Karte. Weil ich habe schon irgendwie beim zweiten Stream hatte ich gemeint, eigentlich müsste man so aller Metroid auf dem NES damals, wenn man zu viel Langeweile als Kind hatte damals mit dem Nintendo Entertainment System, man hat doch bestimmt dann sich einfach irgendwie die ganzen Karten von solchen Spielen selbst aufgemalt, oder? Wie zum Sword and Knight gibt es auch so einen. Ja, ich weiß. Deswegen kam ich drauf. Irgendwo ganz oben war noch einer. Den gehe ich jetzt auch gerade hier wieder in die Richtung. Den habe ich mir nämlich so gemerkt, weil das halt so was Markantes war irgendwie. Ich fühle mich hier irgendwie leicht stark, aber es sind einfach nur wenig Gegner gerade. 40 Salz, oh Gott. Genau, da oben war glaube ich einer, aber nicht bei ihm. Also mein Kuraimo, mein Zweihänder, whatever, er ist schon so ein bisschen stark. Er ist zwar langsam, aber er ist stark. Und die Gegner sind auch nicht stark, davon abgesehen, aber... Ja. Man soll mit den Waffen spielen, die einem am liebsten liegen. Am besten liegen. So schnell solltest du noch nicht Saitama spielen. Also komm. Wir gucken einfach mal meine Stats nach. Ich habe Level, wo auch immer man das sieht, 21. Und ich bin jetzt im Level 1er Gebiet quasi eigentlich, von daher. Gut, im aktuellen Level habe ich die Dinger auch One-Shot gehauen, aber das ignorieren wir einfach mal. Der Zweihänder hat halt gut Damage irgendwie, ich weiß nicht. Der ist langsam, weil er hat Damage. Genau, hier war nämlich der. Was? Der war nichts, One-Shot. Achso, und jetzt gerade mit den Dingen kann ich jetzt gerade nur nach oben. Aha. Noch einer. Hätte nicht, fall damit ganz nach oben irgendwie. Kopfspielen ist gerade. Oh Gott. Der ist schon wieder so ein komischer schwarzer Ritter. Ich will ihn nicht bekämpfen. Blöd. Er macht Damage. Dein Ernst? Genau. Bei denen musste ich parieren. Das habe ich halbwegs hinbekommen. Ah, Finisher Move. Oh. Aha. Dunkelnder Regen, Steinführer. Ah, jetzt kann ich mir zumindest irgendwo einen hinsetzen, wo ich mich hin teleportieren kann. Okay. Bronzeritter, ach so hießen sie genau. Ich habe einen Ring bekommen, Moment. Wild Willenskraft. Was war Willenskraft nochmal? Stärke, Ausdauer ist klar. Geschicklichkeit ist klar. Was ist Willenskraft? Kann ich das irgendwie nachlesen? Nee. Vereinter Metallring, ein gezahnter Metallring erhöht die Ausdauer, Traglast. Okay. Also Havelsring. Ein dickes Lederband mit einer Reihe dünner, schwerer Eisenplatten. Wo hab ich den her? Erhöht Stärke. Erhöht Kraft von Heilungen. Okay. Ist Metstein. Mal kurz gucken. Es hat die Chance, Gegenstände zu finden. Ja, das will ich auf jeden Fall anhalten. Die Rollgeschwindigkeit will ich auch halten. Willenskraft. Was ist Willenskraft? Kläre mich kurz auf. Was macht Willenskraft? Magie und Weisheit ist klar. Stärke und Ausdauer ist klar. Geschicklichkeit ist klar. Aber was ist Willenskraft?
hat, ist Willenskraft in dem Spiel. Ist die Musik eigentlich laut genug? Stimmt, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Kurz raus haben. Stärke Mixer. Sound ist auf 30. Stimmt, bei dem Spiel war das ja irgendwie eine ganz komische Einstellung, die ich gemacht hatte. Menü, Audio. Wenn ich jetzt nämlich den Sound auf 30, wenn ich den auf 10 hätte. 30 und dann 15%. Dann hätte ich da nämlich 15 und da hätte ich wieder 10%. Genau, das hat mich die ganze Zeit schon gestört. Der Sound war die ganze Zeit ein bisschen zu leise. So, gucken. So sollte es mal wieder passen. Wieso hat man nur 4 Ringslots? Und antworte mir halt nicht. Was ist Weisheit? Nee, Willenskraft. Vault and Sanctuary. Stats. Willpower, Origin Class. Nein, ich will Main Stats. Bench, Endurance, Dexterity, Willpower. Willpower determines the maximum Stamina, Focus and Drop Rate. Dexterity boosts Attack of Attack. Endurance, Equipment Load. Ah. Okay. Willenskraft ist meine Ausdauer und Droprate. Das wollte ich wissen. Ich habe rausgetappt, bin ganz kurz. Guck mal kurz nach, was Nachrichten sagen. Spaß. Mhm. Okay, passt auch. Ich habe das Spiel vor Monaten gespielt. Ja, du hast, glaube ich, gestern schon gefragt. Also, zugefragt. Ja, das Spiel, es ist halt, es spielt sich nett wie ein Dark Souls. Also, nett im Sinne von gut. Wie ein Dark Souls, nur als 2D. Ist die Frage. Jetzt mal kurz gucke. Balance? Nee. Droprate 64. Wenn ich jetzt den Korallenring durch. Gebiet? Nee. Betraglast. Ertrag, das brauche ich eigentlich nicht, außer ich möchte einen Helm aufsetzen. Momentan brauche ich keinen Helm. Ich habe auch eigene Elemente wie die Brandmal oder die Amulette an den Waffen. Ja, das, also im Endeffekt, es ist ein Souls-like mit Metroidvania gemischt irgendwie. Also es spielt sich wie ein Dark Souls, hat aber auch diese Metroidvania-Elemente eingebaut mit den Brandmalen. Das ist halt so, ich wollte ja sowieso ein paar Metroidvania wollte ich ja spielen. Hollow Knight hatte ich mir ja schon gekauft. Auf Empfehlung von Salzi hatte ich mir dann Waldes Story gekauft, irgendwie, wie es heißt. Ja, ich meine, der Name ist halt Ram in dem Spiel, hat ja wohl irgendwie was zu bedeuten. Ich fand den Namen halt Old and Sanctuary, ich fand den Namen halt irgendwie bescheuert gewählt. Aber es macht für die ganze Lore halt Sinn. Ist die Frage Willenskraft, Droprate, wenn ich den jetzt ablege. Nee, ablege. Achso, sehe ich ja direkt. Aber Ausdauer bleibt gleich. Das ist gelogen, dass das also runtergeht. Fokus ist mir eigentlich egal. Right Trigger, passiert nichts. Das sind 3 Punkte Willenskraft, die darin gibt. Das ist halt Drop Chance. In Drop Chance habe ich den natürlich auch schon. Achso, nee. Oh. Es ist eine Droprate von 9 weniger, okay. Ja, ich glaube, ich habe es auch gelesen irgendwo mal. Aber mir jeder Statuspunkt, glaube ich, im Baum, im Skillbaum, der hat, glaube ich, immer einen anderen Text. Also jeder Skillbaumpunkt hat einen anderen Text dabei geschrieben. Die Lore. Traglast, wie gesagt, wenn ich einen Helm tragen will, ja, ich trage aber keinen. Ich komme momentan so zurecht. Stärke ist natürlich geil eigentlich. 0,4 Stärke mehr. Was? 3 Punkte stärker sind 0,4 mehr Damage. Okay, leck mich. Erhöht Kraft von Heilung. Ja, das wäre eine Option. Was war der Ring? Verteidigung gegenüber Arkanem Schaden. Okay, den kann ich natürlich austauschen jetzt gerade.
war maximale Ausdauer reduzieren, ne, will ich nicht. Verwundung ist teilweise nett. Hacklast erhöhen oder Stärke erhöhen? Also. Ne, eigentlich Heilung erhöhen, komm. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Ist ganz nett. Also Backtracking wird halt so wieder belohnt. Im Endeffekt. Warte. Oh, ein gratis Skillpunkt. Könnte ich hier links runterfallen oder nicht? Will ich es testen? Ich will es nämlich nicht testen. Ich komme einfach mal hier runter. 15 Pfeile. Ich hätte runterspringen können. Okay. Gut. Der Sonnenneid war aber auf der anderen Seite, meine ich, oder? Ich meine ja. Nebenbei wieder auf das wechseln. Konnte ich hier irgendwie shortcutten teilweise? Ja, konnte ich irgendwie. Hier konnte ich nur runterfallen, oder? Ja. Ja. Also, die mit der Armbrust sind ja noch okay. Die machen kaum Damage. Ach, und da war der Shortcut da unten in A. Also wenn ich jetzt gerade hier bin, kann ich ja auch aufsteigen. Weil okay, mittlerweile kostet es 4 Salz. Ich hab irgendwie so. Ich nehme mal, bevor das hier ausartet, ein Bullrich-Salz. Das ist, glaube ich, angenehmer. Baum der Fähigkeiten. Ja, jetzt ist die Frage. Danke für den Host, Uxi. So, jetzt ist die Frage, was ich gerade fragen wollte. Was skill ich jetzt? Ich habe bisher noch keine Stufe 2 Waffe gefunden. Ich habe schon Stufe 3 teilweise geskillt. Hier vorne zum Beispiel. Schwertkämpfer Stufe 3, toll. Ich habe keine Stufe 2 Waffe bisher. Ja, moin! Fuchs! Bessertes Geschick. Stärkte Zähigkeit. Erhöht maximale Traglast. Geschicklichkeit, Angriff mit den Waffen. Willenskraft, der Blitz, okay. Warte mal, jetzt. Jetzt heißt es wieder, dass Willenskraft meine Ausdauer erhöht auf einmal. Was? Macht keinen Sinn. Ah, Stufe 4 Assassine, da will ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich hier in meinem komischen Damage-Bomb bleiben, aber ich will eigentlich auch die Tränke anpeilen. Wenn ich nämlich hier lang gehe. Ich bin ja schon fast bei Stufe 5 Pikanier. Pikanier. Ich habe nicht mal eine Stufe 2 Pikanier-Waffe. What the fuck? So, Alter, so viel vorlesen und Stimmen vorstellen, gerade in Hateno. Uff. Ach ja. Das Pferd erhöht deine Traglast. Ja, das habe ich gewusst. Das Pferd erhöht Traglast. Das ist gut. Die Blitze erhöhen offenbar Ausdauer in Anführungsstrichen und Droprate. Die Ketten die Stärke. Und. Was andere jetzt nochmal? Nee, ja genau. Und die Flügel machen Geschicklichkeit. Meine Zweihänderwaffe scaled gerade mit den Ketten. Ja. Achso, und da. Ah, okay. Da sind die Schilde. Komme ich von hier aus irgendwie zu dem Trank hin, dass ich mehr healen kann? Sind da unten die beiden Vieh. Was ist das? Violentisch erhält einen zusätzlichen Energietrank. Energietrank? Das ist doch Magierkrams, oder nicht? Energietrank ist nämlich Magierkram. Brauche ich nicht. Das heißt, ich müsste hier lang und dann müsste ich da rum und dann könnte ich da hin. Dann mal da lang. Fähigkeit erwerben. So kann ich die Fähigkeit nicht erwerben, was? Ich habe 3 Punkte und ich brauche 3. Warum kann ich es nicht lernen?
Jetzt erstmal hören, wie das Mikro klang. Also, wie gesagt, es ist ein Headset-Mikro eigentlich. Also, ich fand jetzt, es klang komplett annehmbar. Also, ich habe jetzt nichts auszusetzen. Aber wahrscheinlich, wenn ich es mir bestelle, wird es wieder nicht so klingen. Flo, du hast es zwar vor ein paar Monaten gespielt, auch nicht durchgespielt, aber wieso kann ich das hier nicht lernen? Was? Wieso kann ich jetzt die Sachen hier wieder... Ach! Das sehe ich ja jetzt erst. Wieso kann man in diese ganzen Skillpunkte doppelt und dreifach reinskillen, was? Moment, ich bin hier unten angefangen. Schwertkämpfer Klasse 1 und... Rüstung Stufe 1. Oh, Sun Sanctuary, nice. Arm Shinki, ich spiele dieses Spiel seit 4 Stunden und der Skillbaum verwirrt mich immer wieder aufs Neue. Also, ich bin dann hier gegangen, bin über Stärke gegangen. Bin dann auf die Pferde hier gegangen, bin dann hier nach oben gegangen, hab mir dann hier den Trank gegönnt. Ist klar. Dann bin ich hier nach unten gegangen, könnte jetzt die Stufe 2 Pikenier mal eben machen. Dann habe ich die nämlich auch. Lass mich raten. Ich musste Stufe 2 Pikenier kaufen, damit ich Pikenier Stufe 3 kaufen kann. Weil sonst kann ich es nicht machen. Darum konnte ich jetzt gerade nicht hier lang und meine Frage habe ich gerade selber beantwortet. Jetzt ist die andere Frage. Ich habe hier jedes Mal diese Stat-Punkte. Gibt es so viele Stat-Punkte quasi zu finden im Spiel, dass man darauf angewiesen ist, quasi in diese Skill-Punkte doppelt und dreifach zu investieren? Irgendwie klingt das nämlich merkwürdig. So. Frage, will ich jetzt hier das Netz vollenden? Dann habe ich nämlich hier... Ja, rein aus optischen Gründen. Du hast nichts auszusetzen. Ja, ich habe nichts an dem Mikro auszusetzen. So lange, wie ich es noch nicht selber getestet habe, glaube ich. Sag ja, wenn ich es mir kaufe. Vor allem die Dinger hier unten leuchten gelb. Wahrscheinlich, weil ich die als Startklasse hatte. Von da aus kann ich quasi loskillen. Aber irgendwie auch nicht hier, sondern nur da. Okay. Hier hoch. Nicht rauszoomen, ich konnte rauszoomen. Bin dann ein bisschen links gegangen, keine Ahnung. Der Baum verwirrt mich. Hören wir auf, drüber nachzudenken. Passt schon so. Pinky, moin Flo. lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, ich bin gerade gedodged. Das erste Mal, glaube ich, so richtig. Was war hier nochmal? Ging es hier nochmal hin? Hier ging's. Ah, warte. Kann das sein, dass es hier zum Dorf auf Smiles ging? Ja. Village of Smiles. Oh. Kann ich. Ich will eine Karte haben. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Das sind 5 Millionen Richtungen. Warte, hier war irgendwo ein Sensenmann, oder? Da. Du bist nicht One-Shot. Machst ein bisschen Damage. Ein kleines bisschen. Da kam ich gerade wieder her. Okay. Verstehe ich. Wo ging es hier jetzt hin? Genau, da bin ich dann angegangen und nach oben gekommen. Da habe ich da die Kiste eingesammelt mit den Onyx-Sachen und von da aus war ich dann zum Sonnenknight da hochgegangen, wo der Stein ist. So. Und hier sind die Banditen. Genau. Bandits Pass. Wenn ich da weitergehe, komme ich wahrscheinlich wieder bei dem Typen mit dem Brandmal an. Wie schlägt sich ohne S&S? Ich darf das eigentlich gar nicht gucken, weil ich das Spiel auch unbedingt mal zocken will. Ach, du hast es noch gar nicht gespielt, Shinki. Sagen, spielt sich 90% Walking Simulator. Aber Queen of Smiles war ja nicht gut, musste cheaten. Was? Cheater? Leck mich! Dann soll... Ach genau, hier war die Tante. Okay, und bei dem Eid habe ich gesehen, er hat ein nettes Heil-Item, sage ich mal. Ansonsten ist es aber ein Kleriker-Bund. Kleriker ist für mich halt langweilig. Ich bleibe erstmal deswegen bei der Dreikirche, bei der Dreifachkirche, whatever. Aus Prinzip. Bild ist halt Cheat. Ja... Puh. Das Spiel hat mir ein Schild als Startwaffe gegeben, also von daher...
Das ist genau wie mit Dark Souls 3 mit den hier Dagger, mit den Windblades. Die Cellsword-Dinger. Die habe ich auch als Startwaffe bekommen. Ich mochte sie und sie waren am Ende die OP-Waffe schlechthin, von daher. Dass ich kein Magier spiele, war klar. Hast du mir nicht gesagt, ich soll kein Magier spielen, weil Magier overpowered werden im Spiel irgendwie? Mein, daran kann ich mich auch erinnern. Kann ich hochhüpfen? Kann da runterfallen. Ah, genau. Ich wusste doch, hier war noch irgendwas auf der rechten Seite. Was? Ach so. Und jetzt hat das Ganze was von Super Mario Galaxy irgendwie. Sturmring. Ja, was hat der Sturmring denn so drauf? Elementares Ungleichgewicht ist ein gefährlicher Nebeneffekt der Begünstigung des Feuers oder des Himmels allein. Während Anfänger sich davon fürchten, müssen westhafte Zauberer selbst diesen Aspekt der Elemente meistern. Verstärkt elementare Magie erhöht aber auch das elementare Ungleichgewicht. Unwirksam, wenn er zusammen mit einem Ring getragen wird, der das elementare Ungleichgewicht nicht dich macht. Aha. I don't care. Ich bin schön mit meinen physikalischen Waffen unterwegs. Komm ich da eigentlich auch komplett hoch? Moment. Komm ich da... Kann ich da auch oben drauf laufen irgendwie? Nur aus Interesse. Was passiert, wenn ich jetzt... Ach, das ist eine Wand. Okay, ich wollte gerade sagen. Interesse wollte ich fragen, was ist, wenn ich jetzt hier links lang laufe, aber... Da passiert nichts. Okay. Auf einmal ist das nämlich kein Hintergrund mehr, sondern eine feste Wand. Bild ist halt Cheat. Man kann die easy dodgen. Pff, ich und dodgen. Ich habe gerade eine Fledermaus gedodged. Das erste Mal im Spiel überhaupt. Oh, SNS sieht so geil aus. Muss da den Stream deswegen zumachen. Viel Spaß noch. Bis demnächst. Gute Frage, Schinki. Bist du vielleicht gegen 9 oder so noch online? Oder Viertel nach 9? Dann wollte ich nämlich ungefähr online kommen für Fortnite mit Voice. Heute Abend, wenn er dann schon da ist. Und ja, Schinki. Tut mir leid, dass ich das Spiel jetzt doch vor dir spiele. Okay, ihr seid alle One-Shot. Ich kann hier langkommen. Ich habe mit euch keine Probleme mehr, denn ihr seid alle One-Shot. Vieles zusammen. Könnten wir theoretisch, aber der Schinki und ich aktuell gleichzeitig... gleichzeitig wach, ja, aber gleichzeitig Zeit und Bock ist halt immer so eine Sache. Wenn wir es hinbekommen, Fortnite und Smite zusammen zu zocken, ist das schon eine Sache. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ah. Wenn ich überlege, wie oft ich hier drauf gegangen bin beim letzten Mal, wo ich hier war. Oh. Aber ich heile mich trotzdem jetzt einmal. Vor dem Frieden hier nicht. Hier kommt doch eh gleich wieder irgendwie ein Boss um die Ecke. Räuberfußlappen, Räuber Ushanka, Sack voll Salz. Sack. Oh, ist das schön, wenn die alle One-Shot sind. Du kriegst schon das Kotzen, wenn er das sieht, wie die jetzt alle draufgehen direkt. Fackel. Infanterie-Streitaxt. Klingt nett, ich bleib bei meinen Zweihänder. Ach, jetzt bin ich hier. War die da vorne auch schon? Moment. Andere Frage, jetzt bin ich hier. Nee. Hier war ich noch nicht, Kettenhaube. Das sieht nur genauso aus wie der andere Bereich vorhin. Kettenhandschuhe. So einfach. Ja. Da spiele ich endlich Soul and Sanctuary, wo es für 9 Euro im Angebot war, statt 18 Euro regulär. Und dann lack ich mich da wieder durch. Ich habe nebenbei meinen Lack-Emote angepasst. Gehabt nochmal. Man sollte das Kleeblatt jetzt erkennen können. So. Sieht aus wie eine Tür, aber es ist keine Tür. Halt, Moment, was ist hier oben? Tür öffnen. Verschlossen. Okay, das ist eine Gesellschaft. Das könnte ekelhaft werden, das Gebiet. Wenn ich mir das so angucke. Ja.
Aha. Okay. Zurücklassen. Da jetzt hoch. Ich komme da vielleicht rüber. Nee, komme ich nicht, weil, hä? Irgendwas muss das ja bringen, oder nicht? Wenn ich einen Doppelsprung hätte, dann würde ich da rüberkommen. Toll. Das ist nur dafür, damit ich auf der Seite wieder runter kann. Wendelspass ging es nur nach unten, theoretisch. Castle of Storm, Schloss der Stürme. Es ist mir hier irgendwie zu ruhig. How about no? Komm nicht mehr zurück, oder? Ich habe schon 2 Heiltränke verbraucht. Okay, nee, 3 habe ich verbraucht. Ich komme hier definitiv nicht rüber. Hier ist auch kein anderer Weg. Da vorne ist ein riesiger Ritter. Aber hier gibt es Treppen. Ist das ein Boss oder ist das kein Boss? Du ignorierst mich, wenn ich hier nach oben... Ignorierst mich tatsächlich, oh mein Gott. Liebe dich. Euch liebe ich nicht. Igitt. Was seid ihr? Was? Hä? Was zum Fick hat mich jetzt gekillt? Ich bin wieder ganz am Anfang, oder? Ich hab nicht bei der Heiltante angehalten. Oh, prügel mich windelweich, bitte. Oh. Stimmt, ich wollte ihren Eid nicht annehmen, aber ich hätte da anhalten können. Stimmt ja. Oh. Nochmal den ganzen Weg rennen. Yay. Ja, nein. Ich sollte dich nicht unterschätzen. Meine Güte. Oh, lass dich doch einfach killen. Ich könnte auch da unten lang gehen und einfach wieder den Weg zurückgehen. Ist aber langweilig. Keine Güte. Geh drauf. Ne, jetzt komme ich genau. Jetzt komme ich bei der Kleriker-Tante raus. Genau. Lassen. So. Mit dem Weg schon mal wieder sparen. Den Banditen ignorieren. Ich will doch nur an euch vorbei, meine Güte. Was ist daran so schwer? Oh Gott. Hilfe. Ich wollte nur dran vorbeirennen, weil ich keinen Bock hatte zu kämpfen. Ach so, ach okay, dann bin ich auch schon wieder hier. Der Weg ist ja doch nicht so lang. Der Nachteil an Dark Souls ist, ja mehr Teile zu gespielt hast, desto einfacher werden die drauf folgenden. Ja, da trage meine Stimme nicht länger. Ja, also man hat es ja gemerkt bei mir. Ich habe Dark Souls 1 habe ich extrem lang gebraucht im Verhältnis, sage ich mal, die Spiellänge eigentlich. Dark Souls 2 hat einfach nur grundsätzlich lang gedauert und hat halt ein paar nervige Stellen. Und Dark Souls 3 war halt am Endeffekt die Kram. Also der komische Kristall da. Kann den nicht kaputt machen. Kann den nicht kaputt machen, oder? Hab ich das richtig gesehen? Okay. Ich glaube, ich soll hier noch nicht sein. welcome to Anno Londo. Ja. Kristalle sind toll, die machen mir immer... Was? Machen mir immer die Schädel weg. Ich renne da jetzt noch einmal hin. Moment. Aber ansonsten, ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich da überleben soll. Die sind mir über, die Dinger. Moment. Ich meine, ich wollte eh nur auf das Viertel nach 9 machen und Shinki hat mir nicht mehr geantwortet. Ey, Sack. Verdammt. Geht. Jetzt mache ich doch wieder alle ganzen kleinen Viecher. Wandelschild, den habe ich, glaube ich, oder? Eines der trunkenen Räubers. Lass mich doch einfach ausweichen. Die Dodge Rolls in dem Spiel sind übrigens bescheiden. Darum spiele ich mit Schild.
Regel 1, renne durch ein Gebiet durch, wenn du dort alles hast. Das Gebiet ist machbar. Ja, es ist machbar, aber es ist irgendwie, es ist mir trotzdem gerade über. Einen anderen Weg gab es jetzt bei den Banditen nicht. Es ist da dieses komische heilige Gebiet. Also, der Vorteil an dem gesegneten Wasser ist offenbar, das heilt einen schneller. Irgendwie in 5 Sekunden oder so. Oder es heilt mehr innerhalb von 10 Sekunden. Will ich den Eid annehmen oder nicht? Ich habe mir halt irgendwie bestimmt 20 Minuten lang die ganzen Eide angeguckt und verglichen. Mit dem Resultat, ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Auf ihre Art und Weise sind die alle ganz geil. Für mich als Nahkämpfer habe ich gesehen, welcher da optimal wäre. Und ich glaube, ich warte bis zu dem einfach, weil, keine Ahnung. Offenbar sind die ganzen Eidsleute dann auch sauer auf einen, sobald man die beigetreten ist, verlassen hat und so weiter. Es gibt eine Challenge, ohne erstmal leveln. Ich finde das gerade nicht so, was? Das Gras nicht so geil, was? Gras? Macht er schon wieder, Flo? Aber eigentlich mag ich Gras, was? Ja, das Gras bestimmt. So, jetzt bin ich wieder hier. Da oben komme ich da oben ran, irgendwie. Jetzt ist mal mein Weg nach unten. Ich gehe wieder nach unten. Da kriege ich mich. Der Typ ist weg. Bist du? Narrenkrone, Narrenkleid, Narrenpantoffeln. Okay. Okay, ich komme nicht nach oben von da aus. Ist also nicht gewollt. Ja, halt die Heilung, die der Typ beim Alchemisten gibt. Frage ist, wann er das nicht macht, Fuchs. Ich mach's dann nicht, wenn das Spiel es nicht erfordert oder nicht hergibt. Wenn ich in dem Spiel schon wieder zu einfach das Salz bekomme, dann ist das die Schuld vom Spiel. So, jetzt bin ich hier gesaved, jetzt habe ich meine normale rote Flasche. Okay. Ich gehe gerade mal den Weg kurz zurück, um zu gucken, wo ich jetzt herkam. Unten war ich. An ihr Gegner? Nebenbei. Genau. Ich glaube, hier war ich sogar schon im Dead End dann angekommen. Und dann wollte ich gucken, was ich hier lang gehe jetzt. Gibt es eine vernünftige Levelkarte irgendwie auf der Welt? Also, nicht. The False Jester, der falsche Narr. Ey, leck mich! Könnte das Spiel mal aufhören, mir irgendwie alle 5 Sekunden neuen Bossen in die Fresse zu hauen? Ist ja schon irgendwie nervig gerade. Kannst du eigentlich mit Schild wieder blocken? Nebenbei mal kurz trinken. Ich bin beim in meiner Welt bin ich durch und durchgerollt. Au. Sag ja, in meiner Welt bin ich durch und durch. Hallo? Wehe, der hat eine zweite Form. Komm, Vanquished. Vanquished, okay. Uff, okay. The Imposter. Möchte anmerken, dieses Spiel ist fast schon schlimmer als Dark Souls 2. Nach jeder Abzeichnung gibt es irgendwie einen Boss. What the fuck? Warum? Ich meine, ich find's toll, weil es gibt Salz und Mass, aber trotzdem. Du rollst halt genau rein, ja. Hat nur 19, war was? Man muss eine Rosse hin, wie die Rolle in 2D funktioniert, dann ist die gut. Wenn er nicht First Fire ist, Noob confirmed. Hab's doch jetzt geschafft, also. Außerdem, kannst mich mal. Achso, jetzt. Ach, jetzt. Hä? Das ist jetzt die andere Richtung. Gut, dass ich vorher links lang gegangen bin beim letzten Mal. Sonst wäre ich in den Boss reingerannt. Cool. Kann doch nicht jeden Boss beim First Try machen, wenn ich ihn blind sehe. Vor allem nicht in einem Souls-like-Game. Ach so, und jetzt wäre ich hier nicht weitergekommen ohne das Ding nicht. Okay. Ich will das Item haben.
Mich um ein Item betrogen. Bandits Pass, Banditenlichtung. Wenn ich es ganz genau nehme, eigentlich möchte ich ja viel lieber in die Richtung. Oh, Moment. Ich möchte eventuell. Aha. 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 Komm, das ist jetzt so ein gutes Versteck hier oben. Für irgendein Item. Enttäusch mich nicht, Spiel. Es gibt hier echt kein verstecktes Item jetzt. Bin ich enttäuscht. Ja gut, der Boss, er war jetzt... Also ich fand die Queen of Smiles schon mal schlimmer, muss ich sagen, beim ersten Mal jetzt. Auch der Sodden Knight war schlimmer. Weil wenn man weiß, wie die ganzen Bosse funktionieren, ist es auch kein Problem an sich. Aber gut, ich möchte nebenbei einmal kurz an ein Heiligtum. Konnte ich an dem kleinen Heiligtum eigentlich auch leveln? Ich konnte, glaube ich, leveln, aber ich konnte, glaube ich, nicht skillen, oder? Kann das sein? Ich renne nochmal zur Heiltante eben hin. Ich meine, bei Dark Souls 3 wurden mir Bossnamen auch gespoilert. In dem Sinne sagt es mir ja nichts, aber. Ich würde sagen, lass die Namen erstmal aus dem Spiel. Du kannst ja versuchen, die Bosse zu umschreiben, dann. Oder der Boss ist so scheiße. Aus dem und dem Grund aus, keine Ahnung. Der Weihnachtsbaum mit Assi. Okay. Der Weihnachtsbaum. Stufe 1 Jäger. Haben wir da einen aus ästhetischen Gründen rein? Wettkämpfer Stufe 3 und dann da rein und keine Ahnung. Ich skill einfach irgendwo hin. Momentan sehe ich irgendwie nicht den großen Sinn irgendwie. Man kriegt man echt so viele Stat-Punkte zusammen mit gefundenen Level-Ups quasi. Also warte mal, wie viel Bündel Salz habe ich mittlerweile eigentlich genug, glaube ich, oder? Irgendwie... Wenn man in jeden Stat-Punkt mehrmals investieren kann, dreimal, sind die weiteren Punkte einfach nur stärker oder sind es einfach nur, damit man mehr Stat-Punkte verteilen kann? Schwere Frage, ja. Der wird richtig AIDS. bei meinem Glück nutze ich mein Schild und komme damit instant durch wieder. Oh, fallen. Warum fallen? Jetzt bin ich wahrscheinlich unter diesem komischen heiligen Gebiet. Ich habe die Falle gesehen. Moment. Ach, von da kam es. Okay. Es kam nicht von vorne, wo ich dachte, wo es herkommt, sondern von oben. Okay. Ah! What the fuck? Das riecht hier schon wieder nach Boss. Moment. Irgendwie geht doch noch nicht. Was war das? Amethyst Taube, Amethyst Rock. The fuck? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Moment. Du machst Damage. Ihr Schild dauert, kostet Ausdauer, aber ansonsten ist er recht stark, aber ich bin tot. Okay. Der Drache geht klar, sobald man sein Movement kennt. Also willst du sie auflösen? Spring doch einfach drüber. Was wollte ich auflösen? Falsche Richtung. Fallen. Warum ich sie auslösen möchte, weil wenn ich nämlich den Weg zurücklaufe, ich dann wahrscheinlich mit wenig Life da lang komme und dann merke, oh fuck, ich habe da Damage kassiert. Nebenbei, ich habe schon wieder das Feuer vergessen anzubrechen. Es könnte ein bisschen nervig sein. Gesehen, wie du zurückläufst.
Ich habe mich auch drüber gewundert, dass ich so tief gefallen bin nebenbei. Also, von dem Feuer aus da unten. Kann man diese komischen Minikammern eigentlich wen reinrufen oder nicht? So. Könnte ich hier theoretisch so einen Führer herrufen? Nee, könnte ich nicht, weil ich kann nur beten. Okay. Geradeaus Richtung Keller, lol, ja. Ich wollte nicht in den Keller, ich wollte eigentlich nur noch die Fledermäuse abschlachten. Kein Kommentar. Geradeaus Richtung Falle, so muss das. Ah, warte mal. Fuck. Wieso droppt eine Falle eigentlich Gold? Habe ich echt einfach nur so gut gezielt, dass ich hier runtergefallen bin? Offenbar. Fuck. Ja, nein. Eventuell. Ich meine, die Fallen kann man auch nutzen, um den Gegner so platt zu machen. Theoretisch. Boah. Hilfe. Ich will einen Doppelsprung. Bronzeschlüssel. Cool. Und jetzt? Ich mag Ogre nicht. Zack. Kettenhemdrüstung. Jetzt bin ich hier. Ach Gott. Zwischen hier. Da ist das, okay. Ach, der Gegner hat jetzt ja mein Gold. Ah. Shit. Den Bronzschlüssel Bronzritter auf. Wow. Okay. Ich dachte, er piekt weiter nach vorne. Getroffen oder nicht? Nee, ich glaube nicht, oder? Moment. Jetzt haben wir nochmal. Alter, wie viel Leben hat der bitte? Geht doch. Oh. Steinhändler. Ecke. Na, wo kommt der Stein? Wo bleibt der Stein? Red Hall of Cages. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ach so, und über die Red Hall of Cages könnte ich mir jetzt hier einen Shortcut herbauen. Okay. Und die Red Hall war irgendwo weiter unten in dem anderen Gebiet wieder. Verstehe. Also wenn Dark Souls einen Vorteil hat. Eine übersichtlichere Map auf jeden Fall. Ich meine, die Map ist bestimmt übersichtlich, ja. Ich hätte auch voll Bock, irgendwie so eine Karte dafür anzufertigen, aber es gibt bestimmt eine Karte irgendwo, oder? Problem an den Karten ist, man weiß dann, man sieht dann halt schon, wo man schon mal war. Das ist das einzige Blöde an der Sache. Sense OP. Man merkt es sich halt nicht so gut wie alles 2D. Ja. Weil es halt so viele Abschnitte sind. Irgendwie. Erstmal das. Ach, da ist ein Fahrstuhl. Okay. Nein. Genau das wollte ich nicht. Oh fuck. Lass mich raten. Nebenbei erwähnen doch, dass es so dunkel in meinem Zimmer geworden ist mittlerweile, dass ich Licht anmachen muss.
Passt zum Spiel, ja. Aber macht ja auch keinen Sinn, wenn man mein Gesicht gar nicht mehr sieht. Dann kann ich. Ich meine, wenn ich nach der Logik gehe, kann ich einfach die Cam auch wieder abschalten. Es passt besser zum Spiel, wenn man mich nicht sieht dabei. Gegengift. Ich hab's kommen sehen. Okay, jetzt muss ich ihn zumindest besiegen, damit ich meine Sachen zurückbekomme. Cool. Oder, ja doch, muss ich. Wenn die Fallen halt nicht auslösen kann, einfach so. Was zum Spiel ist Salt, ja. Da kam ein Pfeil von da geflogen, okay. Er rennt wieder los. Zack. 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 Oh Gott. Okay. Vor allem des aufgeblähten Scheusals. Zerquetscht mich das Ding eigentlich, wenn ich da durchfalle? Rollen. Ja, rollen geht klar, aber nur gegen den Gegner. Gegen alle anderen Rollen, um halt hinterm Gegner zu kommen, kann ich. Rollen, um zu dodgen, sage ich mal, den Damage auszuweichen, das kann ich nicht. Das Band habe ich diesmal gesehen. So, wo komme ich jetzt hin? Riecht schon wieder nach Boss irgendwie. Warte. Ach nee, hier war ich gerade, oder? Hier war ich vorhin. Moment. War ich doch gerade einmal. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Cool. Ah, jetzt bin ich am Ende vom Bandits Pass. Okay. So komme ich theoretisch gesehen durch den Bandits Pass direkt zu dem komischen OP-as-fuck-Gebiet. Und jetzt gehen wir langsam die Richtung aus, in die ich gehen kann. Scheiße. So komme ich jetzt dann nach oben von hier aus. Und da unten komme ich von den Red Cages wieder her. Würde ich ja jetzt eigentlich zurück zu den Red Cages gehen und die machen. Die sahen zwar nicht nett aus, aber irgendwie mag ich diesen Magierraum da oben nicht. Der wirkt irgendwie overpowered. So. Also der Weg ist auf jeden Fall von hier aus schneller und einfacher da hoch als von der Heiltante, weil ich die ganzen Maniten nicht killen muss. Muss wohl in die Burg. Ja, das da oben sieht für mich nach einem Tempel aus. Oh Gott, warum geht die Tüte nicht auf? Jesus. Ah. Satan. Hilfe. So. Also unten war der komische Jester-Boss. Halt, ich wollte zu den Red Cages zurück. Das heißt, ich muss jetzt zum Jester-Boss hier unten. Bei dem Volljester musste ich übrigens an Loki denken, aus Smite. Beziehungsweise an sein Narren-Outfit-Skin. Ih, das sind zwei Stück auf einmal. Das war ein netter Schlag, aber zu viel Gegendamage. Verdammt. Und hier war ich in der Richtung hier schon mal? Doch, weil ich glaube, hier habe ich, glaube ich, gefragt, was das für Dinger sind. Kann das sein? Kommt das hin? Ja, das kommt mir bekannt vor. Busch. Und wo ging es hier nochmal hin? Ne, von hier kam ich, glaube ich, kann das sein. Oh, hier bin ich die Burg hochgegangen. So, und jetzt kann ich eigentlich den Stein da aktivieren, den Monolithen. Blisk. Ever. Also, da, ach, das. Gott, der ist aber auch versteckt, der Gegenpol. Und so komme ich dann hier hoch. Ich glaube, ich nehme erstmal den kleinen Special-Raum hier vorne. Moment.
Askarianischer Skutum, großer Sack voll Salz. Askarianischer Skutum. Fuck. Wandelschild. Wandelschild. Warum kann ich den Info? Klasse 1 Turmschild. Klasse 0 Schild. Die Werte sind alle besser, außer aus Gewicht. Sind Schild und Turmschild das gleiche, oder? Turmschild ist doch einfach den, den man auf dem Boden aufsetzen muss, auch gleichzeitig, oder? Und ein Schild kann man noch in der Hand halten. Und dann gibt es kleine Schilde, die man quasi... Wow. Und dann gibt es noch kleine Schilde, die man quasi mit der Faust nur halten muss, um zu parieren. Also meiner Meinung nach gibt es drei verschiedene Arten von Schilden. Ich habe das Gefühl, ich brauche hier einen Doppelsprung, oder? Nee, doch nicht. Das Gefühl drückt mich. Riesiges Amulett. Lifesteal? Komm, Lifesteal. Entzieht Feinden AP. Angriffstempo. Lifesteal. Angriffstempo. Reichweite, Speed oder... Ein Amulett aus Holz und Metall, das sind Spirale aus zahnartigen Klingen eifrig zu schaudern scheinen. Aber nur, wenn sie nicht direkt beobachtet. Lifesteal klingt nett, aber... Ich glaube, ich brauche den Attack-Speed auf dem Zweihänder. Irgendwie ja. Die Frage, wo musste ich jetzt wieder zurück lang? Da war ich, da war keine Sackgasse. Was war da jetzt nochmal? Was war jetzt hier? Hier war gar nichts. Hier war Fake-Licht am Ende des Tunnels, genau. Achso, und jetzt kam ich wieder hier irgendwo mal hin. So, was war jetzt hier mit? Das war der Weg nach unten wieder. Ach, hier bin ich, okay. Eine komische Meat, Red Cages auf Dingensbumsen. Oben liegt Loot. Wie komme ich an den Loot ran? Verdammt. Das tut ganz komisch ran wie ein Bossraum. Moment. So. Kann ich mich hier runter... Kann mich hier nicht runterdroppen lassen. Aber da vorne ist ein Item. Ist dann hier irgendwie... So eine Fake-Wand? Tatsache. Kleinhändler, Rucksack voll Salz. Und jetzt bin ich ja gespannt, ob da gleich was ist. Ikone ausrüsten. Ach so, mein komisches Handlabel der 3. Ach, das ist so ein... Ah, okay. Das ist ein leerer Raum gewesen. Okay. Opfergabe da... Ja gut, dann ist das jetzt mein zentraler Raum, weil von hier aus kann ich irgendwie in jede Richtung gefühlt rein. Dann möchte ich hier einen Steinführer haben. Einen Steinhändler. Lerika ist mir... Warte, da fiel jetzt ein Händler aus. Oh, das ist der Führer. Fuck. Steinschmied. Was macht der Händler? Führer nochmal. Größere Chancengebiete. Ja, mir egal. Ich will mich hier teleponieren. Alchemist. Resistenz. Okay. Magie ist uninteressant. Steinleiter. Brauchte ich einen Leiter oder brauchte ich einen Führer? Ich mache auch einfach mal einen Leiter. Moment. Söldner. Locken. Nö. Gut. Lassen wir es dabei. Schmied wäre auch, glaube ich, ganz geil, oder? Opfergabe anbieten. Kein Schmied. Komm. So. Das ist jetzt mein Hauptquartier fürs Erste. Level kann ich machen. Bombe der Fähigkeit. Ja. Muss ich mal kurz gucken. Verteidiger. Dann noch irgendwie. Leere Rüstung. Aha. Leere Rüstung.
Nee, es ist, glaube ich, echt einfach nur in dem Sinne. Schilde sind egal, Hauptsache es ist Schild. Das ist Stufe 2 Schild schon, aber ich brauche Stufe 1 oder nicht. Da. So. Kann ich jetzt den anderen Schild tragen, theoretisch? Jetzt könnte ich ihn tragen, okay. Hat Minderung, Schlagverteidigung. 3 Punkte im Gewicht mehr. Jetzt Wechsel. Ach so. Sag ich ja. Der wird auf dem Boden abgesetzt quasi und der andere ist aber noch in der Luft, gerade so. Und es gibt den Faustschild. Der blockt quasi instant, hat aber am wenigsten Schadensminderung. Mein Mandelschild zum Beispiel ist ein normaler Schild. Der ist noch in der Luft, braucht ein bisschen länger zum Defenden, aber hat eine gute Defensive. Okay. Aufrüsten. Will ich ihn aufrüsten? Waffen. Kann ich überhaupt meine Waffen? Was will er dafür haben? Soldatengedicht. 1000, okay, kann ich mir nicht leisten. Die Sense kann ich jetzt auch nutzen. Okay, die hat ein Kack-Scaling. Merkt mich. Was wäre beim Schild, wenn ich den aufrüsten möchte? Faustschild, Schild und Turmschild. Okay. Es lohnt sich schon fast wieder nicht, den zu upgraden für 0,5 Verbesserungen. 0,5 als Verbesserung. Rankenmaschbetarion, was? Was ist das? Ein Schild. Okay. Kaufen. Ja, die gleichen Sachen wie der andere. Eutorschild. Ah, höhere physische Verteidigung, aber halt alles andere schlechter. Aber ich glaube, den will ich trotzdem haben. Habe ich sogar den direkten. Ach. Verteidigung ist gar nicht bei 100, okay. Also Teutoschild, wenn ich die wenden möchte gegen physisch und der andere, wenn ich gegen alles andere möchte auch. Macht Sinn. Ja, das waren die gleichen Sachen wie da. Kopfhosen brauche ich nicht. Aufrüsten. Was bringt es denn, wenn ich den Schild jetzt aufrüsten will? Ja gut, die anderen Sachen. 0,7 höher. 0,3. Das ist kein Flatwert. Dann machen wir zumindest einmal den Teutoschild. Teutes. Eutes, wie auch immer. Können wir ein zweites Mal leisten? Könnte ich. Dann machen wir einfach mal auf Stufe 2. Ja, nicht schaden. Der sieht relativ cool aus. Hat, glaube ich, ein Cthulhu drauf gepinselt. Verlassen. Brauchst du Hilfe? Reden. Ich kann dich zu jedem Heiligtum bringen, das du besucht hast. Du musst mir nur das Ziel beschreiben und ich bringe uns dorthin. Schild. Ja, lass mich doch mit Schild spielen, meine Güte. Wenn du nicht mit Schild spielen möchtest, weil du es noch schwerer haben willst, dann mach doch bitte so, aber... lass mich mein Schild nutzen. Wenn ich irgendwann Bloodborne spiele, habe ich keinen Schild, soweit ich weiß. Da muss ich parieren. Und das werde ich garantiert nicht hinbekommen, also das wird spaßig. Wobei doch, es gibt ein Schild im ganzen Spiel, glaube ich. Der aber nichts bringt. Gegenstände kaufen, was hast denn du so? Nutze es, um zu jedem Heiligtum zu reisen, das ein Führer beherbergt. Also, du bist der Führer, okay. Das ist die Frage bei dem Kerl. Er hat gesagt, er bringt mich in jedes. Bleibt er dann in demjenigen oder geht er einfach zurück zu dem hier?
Also wenn ich jetzt quasi den Führer hier beschworen habe und mich dann von ihm zu einem anderen Ort bringen lasse und dann dieses rufende Horn nutze, was ich nebenbei ein paar Mal kaufen kann jetzt schon mal, solange ich Gold habe. Und auch nochmal so. Könnte ich mich dann zu dem jetzigen hier teleportieren oder müsste ich dann dahin gehen, wo er zuletzt war? Junge, lass das Schild wenigstens bei den Bossen aus, bitte. Bleib dort, er macht dir eine Tür auf, wo du... Was? Bleib dort, er macht dir eine Tür auf, wo du... Ah, okay. Ich gucke mir die Bosse erstmal ohne Schild an. Ich habe ja sowieso... Ich greife grundsätzlich erstmal mit meinem Dingens an. Mit meinem Zweihänder. Wenn ein Boss, aus welchem Grund auch immer, mir zu stark wirkt oder wenn er mich zu weit runtergehauen hat, wie jetzt gerade der komische Kraken da unten, der ganz random da war, dann nutze ich ein Schild. Also das Spiel gibt mir ein Schild, dann darf ich ihn auch nutzen. Mein Cape sieht irgendwie bescheuert. Also wann habe ich ein Cape? Habe ich schon die ganze Zeit dieses komische Cape da getragen? Was? Habe ich schon die ganze Zeit das Cape an? Nebenbei ablegen, ablegen, ablegen. Q&S war mit Schild halt richtig boring. Das könnte man bei Dark Souls 3 mit den Cell Swords auch sagen, theoretisch. Aber wenigstens im New Game Plus irgendwas wechselt man halt auf diese Waffen, wenn man sich das ganze New Game Plus irgendwann einfacher machen möchte. Ich meine, das Schwert ist ja relativ langsam, von daher habe ich da ja schon relativ Nachteile gesehen. So, los beim Waren. Du bist der Händler, oder was? Okay. Reden. Diese Insel ist ein kalter und geheimnisvoller Ort. Ich vermisse die geschäftigen Märkte von Askaria. Der Krieg mit Tristan war sehr profitabel für mich. Das waren noch Zeiten. Mein Bauch zittert, wenn ich nur daran denke. Jeden Tag würde ich sie alle unter den Tisch feilschen und jede Nacht labe ich mich an einem Festmahl. In die Geschichten, die ich meinen Waren angehängt habe, ich war wie ein Zauberer der Bedürfnisse. Ein rustiger Dolch, nein, ich würde dir den Kreis der sterbenden Wahrheit verkaufen. Eine magische Waffe, die deine Opfer dazu bringt, in ihren Sterbensmomenten die Wahrheit zu sprechen. Ein hölzerner Löffel? Ha! Du würdest Seelenmutter Grace Schöpfkelle kaufen. Ein Gerät, das alle Flüssigkeiten, die es berührt, mit magischen Eigenschaften versehrt. Solange der Besitzer ein reines Herz besitzt. The fuck? Okay. Die Menschen in dem Spiel müssen ziemlich dumm sein. Oder verzweifelt. Ich mach sowas nicht mehr. Mein Appetit ist verschwunden. Verkaufte Dinge, aber nur, weil es das Einzige ist, was ich kann. Auf, kauf etwas, ja. Der ist durch. Gegenstand, was hat denn der so? Ach, der hat so normale Sachen. Iranischer Feuertopf, aha. Er hat Schatz, okay. Der Kleriker belebt mich wieder für mein Gold. Was ist, wenn ich kein Gold mehr hätte? Nur so rein aus Interesse. Wahrscheinlich belebt er mich dann nicht wieder. Hat auch Salz für mich, okay. Glocke ist natürlich auch nett, um zurückzureisen. Im letzten. Ja, das Item habe ich vorhin gesucht, verdammt. Gegengift, ja. Auch noch ein paar Mal. So. Fackel, brauche ich gerade eine Steinschlossladung? Nö, Bolzen, nö. Der Feuer Matschhoff voll klebrigen schwarzen Zeugs. Wenn es entzündet wird, brennt es mit höllischen Grausamkeit. Beschichtet eure Waffen damit um euren Angriffen Feuerschaden. Verdammt, ich kann es mir nicht mehr leisten. Mantel des Kapitäns, Stiefel des Kapitäns. Offenbart den Ort des verlorenen Salzes des Besitzers. Achso, salzsuchender Ring. Okay. Erleuchtet die Umgebung. Aha. Eine winzige Metalllaterne, die mit einem goldenen Tuch umwickelt wurde. Beherbergt ein hellleuchtendes magisches Juwel. Also eine Fackel 2.0 oder was? Das ist ein Rüst. Das war ein. Nee, das war ein Ring, okay. Also eine Fackel quasi als Ring. Ja, gut. Kaufen wüsste ich gerade nicht. Mit dir kann ich doch bestimmt auch noch reden, dann, oder? Wenn wir reisen, weiß ich nicht wirklich, wie wir dorthin gelangen. Selbst wenn ich weiß, wohin. Insel zieht Dinge aus Menschen, merkwürdige Dinge. Ich sehe eine kleine Statue auf dem Altar. Sie sieht ein wenig so aus wie ich. Hat sie mich hergerufen? Fühlt sich an, als würde das Sinn machen irgendwie.
Ach so, die Steinstatue. Okay. What the fuck? Wir können überall hingehen. Überall hin, nur nicht nach Hause. Wir können überall hingehen. Überall. Ach so. Okay. Wiedeboy. Wetterstelle, Rüstung, Platten, Reden. Daheim stehen wir die Feindheit auf Runden Liefenstall. Womit ich hier schmiede, Schrott, Schrott, Schrott. Das so mit Erinnerung. Ja, dich hatte ich ja schon komplett durchgenudelt beim letzten Mal. Wo wir bei dem anderen Sanctuary waren. Und du bist wer? Hallo Reisender, was habt ihr für uns getan? Reden, Aufträge? Was? Es ist meine Aufgabe, uns in diesem Ort aus Dunkelheit und Zweifel zu leiten. Ach, das ist ja. Hä? Ist das der Führer? Was? Tötet Monster, verbreitet unseren Einfluss und wir werden uns gut um euch kümmern. Ich meine auch ganz nur. Fuck, was bist du? Händler? Was habe ich denn eigentlich eingesetzt? Händler? Führer? Schmied? Und was war das andere? Moment. Da. Die ganzen Fetische, da. Vertigo-Brandmal. Ein Wort der Macht in einem Brandmanier geschrieben. Gewährt, dass er ein bisschen Macht über Gravitas. Also. Steinführer? Steinhändler habe ich genutzt. Ein Steinidol? Nee. Steinschmied? Steinsöldner war es nicht. Steinleiter war es. Wer. Hat der Leiter erhöht den Salzgewinn? Was hat er jetzt gemacht? Habe ich das nochmal eingesetzt? Nee, oder? Ich habe B gedrückt. Will ich jetzt mal das ganze Salz durchnudeln, was ich habe, oder nicht? Das reicht nie im Leben für ein Level, von daher lassen wir es sein. Jetzt haben wir es 8:45. Ich wollte ja bis ungefähr 8:45 auch spielen. Es sind dann auch effektive 2 Stunden gewesen, die ich gespielt habe. Ist ja ganz gut. Dementsprechend, ich bin jetzt ja gerade eh hier im Sanctuary. Ich kam von links, oder? Kam von links, ja, ist richtig. Dann ist, glaube ich, hier so ein ganz guter Punkt eigentlich, um hier Pause zu machen. Dann würde ich wahrscheinlich morgen Mittag weitermachen, gehe ich mal von aus. Morgen Abend Dead Island. Und du wolltest dir das Video dir auf jeden Fall angucken, sagtest du. Wenn du halt Zeit hast dann, irgendwann. Rennt ja nicht weg. Meine Güte. Kohlensäure, ich hasse Kohlensäure. Zumindest nach dem Trinken. Den würde ich mal sagen, machen wir hier mal kurz und knapp Schluss und Pause. Das ist der helle, der ist im Hintergrund. Oh, blende mich doch nicht so. Und dann dir gute Nacht, Flo, und eventuell bis morgen Abend dann. Wenn du Bock auf Dead Island hast. Wenn du Bock auf den Fuchs hast. Ach. Ich find's schön, wie ihr euch beide gegenseitig neckt. Ach ja. Gut, dann dementsprechend, ciao.